Hallo meine lieben Gaming-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part. Ja, es geht weiter mit Pokémon Charts Edition. Wie schon erwähnt, im letzten Part geht es jetzt nun weiter mit dem Postgame-Story. Und zwar, wir sind noch lange nicht mit diesem Projekt zu Ende. Und wen haben wir denn da? Willkommen daheim, Red. Red, offenbar hast du viele aufregende Dinge da draußen erlebt. Lügst du mich auch nicht an? Gleich zwei legendären Pokémon zu begegnen, ist das wirklich unglaublich. Mit dem habe ich das Vergnügen, wenn ich fragen darf. Da habe ich doch glatt vergessen, meine Verkleidung abzunehmen. Wie unhöflich, so, dann möchte ich mich erstmal vorstellen. Es ist Lebel. Tatsächlich, was hat man damit erwartet? Lebel hat wieder einen Auftritt, und zwar in der fünften Generation. Ich bin der Mitglied der internationalen Polizei, deren Aufgabe ist es, die Welt zu beschützen. Mein Name ist... Verzeihung, das ist streng geheim. Ich werde dir stattdessen meinen Decknamen verraten. Er lautet Lebel. Ich bin allen unter diesem Namen bekannt. Ich scheute den weiten Weg hierher nicht einen Moment, als ich erfuhr, dass in der Einhalregion eine Gruppe namens Team Plasma im Untergrund Ränke schmiedet. Aber dank der Arenaleiter und deiner Anstrengungen sind das Schloss von Team Plasma zerstört und seine Mitglieder in alle Winde verstreut worden. Vielleicht... Ach, was sage ich? Zu allem Übel verstecken sich einige Mitglieder, die man die Sieben Weisen nennt. Weiterhin in der Einhalregion. In diesem Zeitpunkt kommst du ins Spiel. Ich habe eine große Bitte an dich. Da du ein herausragender Trainer bist, möchte ich, dass du erneut die Orte der Einhalregion aufsuchst und für mich die Sieben Weisen ausfindig machst. Auch Champ Lauro hat dich mit mir für diese Aufgabe empfohlen. Willst du mir helfen? Na klar. Oh, vielen Dank. Du zählst so viel wie eine ganze Armee von Verbündeten. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Eine super Angel bekommen wir dafür, wenn wir ihnen helfen. Lol. Das ist doch eine super Angel, oder? Ja, es ist eine Superangel. Es ging doch um die Sieben Weisen und Team Plasma, oder irre ich mich da? Wie soll denn die Superangel bei der Suche nach ihnen behilflich sein? Eine ausgezeichnete Frage. Ich hätte auch nichts anderes von der Mutter von Red erwartet. Nun, ich werde sie vorerst beantworten. Sie hat absolut nichts mit unserer Sache zu tun. Okay. Wofür hat er mir dann die Superangel gedacht? Weil es hat nichts mit dem Fall zu tun. Lol. Das ist ein lustiger Gag hier. Aha. Also, nun erkläre ich dir, wie du die Superangel benutzt. Benutzt du brauchst du ein Gewässer, in dem du die Angel auswirfst. Nun konzentrierst du dich und wartest. Wenn dann ein Pokémon anbeißt und ein Rufzeichen auftaucht, drückst du dann auf den A-Knopf und ziehst die Schnur fest an. Also dann, Red, ich verlasse mich auf dich. Das ist das erste Mal, dass Lebel jetzt irgendwie witzig ist in dieser Gen. Und Sharon und Bill sind hier. Sag mal, Red, ist der Vortrag von Lebel schon vorbei? Entschuldigt bitte, ihr zwei. Ich hatte mich zu den Arenaleitern von Orion City aufgemacht, doch in der Zwischenzeit war alles bereits vorbei. Ich habe mich auch gerade mit Rumpel gekleckert. Das Finstrio hat meine Unachtsamkeit geschickt ausgenutzt, um Getsis die Flucht zu ermöglichen. Ach nee, der ist geflüchtet. Getsis? Finstrio? Wovon sprichst du überhaupt? Über den Vorfall im Schloss werde ich dir später ausführlich berichten. Viel wichtiger ist jedoch, dass ihr nun unternehmen möchtet. Also ich werde der schwarzen Stadt einen Besuch abstatten. Ach so, hinter Route 16 also, die in Rayono City anschließt. Ich verstehe. In der Gegend kann man sicher noch viele unbekannte Pokémon treffen. Apropos unbekannte Pokémon, wir haben jetzt Professor Esche wieder hier. Also Eberhard Esche, der Vater von Professor Esche. Na ihr zwei? Na ihr kommt ja wie gerufen. Gut, dass ihr alle zusammen seid. Neulich habe ich von einem bekannten Daten des nationalen Pokédexes erhalten. Wo wir gerade dabei sind, kann ich gleich euren Pokédex zum nationalen Dex erweitern. Das wird euren Aktionsradius ganz schön vergrößern, stimmt's? So werdet ihr automatisch mehr Pokémon begegnen. Gebt mir kurz mal euren Pokédex.
Für dich, Bell. Und für dich, Jaren. Und dich wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Der Pokédex von Red wurde zum nationalen Dex erweitert. Somit könnt ihr nun nach Lust und Laune vom Pokédex zum nationalen Dex wechseln. Diesen zu vervollständigen ist gewiss kein Kinderspiel, aber seid ganz locker und freut euch drauf, viele neue Pokémon zu treffen. Klasse, ein neuer nationaler Dex. Es gibt ja immer noch so viele Pokémon, die mir völlig unbekannt sind. Huch, ich muss dein Pokédex ja auch noch Mama und Papa zeigen. Also dann, ihr zwei, man sieht sich. Bell, wie lebt und lebt. Daran ändert auch das Reisen nicht viel. Ich werde auch mal zur Route 1 zurückkehren und von dort die Endregion erkunden. Ich werde dort bestimmt viele neue Entdeckungen machen, die mich auf die Fährte der sieben Weisen bringen. Also dann, alles Gute, Red. Wenn wir uns wiedersehen, lassen wir unsere Pokémon gegeneinander antreten. Tja, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Rayono City. Denn hier geht's natürlich weiter, denn wir haben jetzt einen weiteren Weg frei gemacht. Und zwar die Städte, die Schwarze Stadt. Dann haben wir noch Ondula. Und die Riesengrotte und Tessera noch zu bereisen. Natürlich haben wir auch noch Ferula noch zu begegnen. Die Kontaktebene war ich noch nie dort. Hain der Täuschung ist natürlich auch hier. In der Route, zur Route 16. Wir gehen jetzt zur Route 16 diesmal, zur Schwarzen Stadt, denn hier geht jetzt dann unsere Reise weiter. Aber bevor wir das tun, gehen wir nun hier rein. Da waren wir noch nicht. Siege habe ich eingefangen, aber auch Niederlagen kassiert. In der weichen Station erwarten dich Züge voller Trainer, in denen du kämpfen kannst. Willkommen in der Kampfmetro. Du bist doch ein Trainer, nimm dies und ich bestehe darauf. Das hätten wir auch schon früher bekommen, vor dem vierten Orden, aber wir haben es jetzt gerade nach dem Postgame gekriegt, aber egal. Ihr könnt es auch vor dem Postgame kriegen, diese Kampfkamera. Wenn du eine Kampfkamera hast, kannst du Kämpfe gegen deine Freunde oder in der Kampfmetro aufzeichnen. So ist die mysteriöse Unbekannte macht sich jetzt auf und davon. Genau. Sie macht sich auf zum Haus der Prüfung. Haus der Prüfung. Wie Alola, ne? Oder wie oder was? Das ist natürlich jetzt die Kampfmetro. Hier haben wir natürlich hier weitere Orte. Für die Einzellinie, das sind für die Einzelkämpfe. Die Super-Einzellinie, das sind etwas stärker. Die Doppellinie. Hier ist die Super-Doppellinie. Das ist unser Zug nach Ferula. Ach nee, das wollte ich jetzt nicht reingehen. Super-Multilinie. Multilinie. Und hier haben wir die Wi-Fi-Linie. Leider gibt es die leider nicht. Leider machen wir keine Kampf-Metro-Battles. Denn wir wollen natürlich dann später wohin gehen. Wir fahren jetzt nach Ferula, denn hier ist noch ein kleines Örtchen, das wir noch bereisen können. Natürlich gibt es da keine Pokémon-Kämpfe hier. Ein U-Bahn plant deine Region. Es ist auch interessant, dass sie das sowas zeigen, aber obwohl es nicht so richtig gut beschrieben ist. Eine hübsche Melodie ist in der ganzen Stadt zu hören. Züge sind einfach cool. Wie wäre meine Mutter? Die ist irgendwo unterwegs und schießt Fotos. Na sowas, du interessierst dich auch für diesen Zug. Na klar. Ich bin immer für Züge auch interessiert. Ich habe auch selber in ein Zugmuseum auch gegangen damals, in meiner Kindheit. Gut, dann will ich dir mal was darüber erzählen. Dieser Zug hat schon viele Jahre auf dem Buckel. Im Vergleich zu den modernen Modellen hat dieser Zug noch sehr viele Bauteile. Dementsprechend kompliziert muss auch der Produktionsprozess gewesen sein. Diese alten Züge mit all ihren kleinen und feinen Details besitzen eine ganz eigene Schönheit, die den modernen Zügen fehlt. Sie mögen vielleicht nicht mehr die Strecken der Kampfmetro befahren,
Dafür sind sie in der anderen Regionen aber sehr wohl noch aktiv. Ach, wie gern würde ich mal wieder mit einem dieser Züge fahren. Dann geh mal zur Carlos-Region oder zur... wo war das nochmal? Galar-Region. Ja, die Galar-Region hat auch Züge. Viele Züge kommen nach ihrer letzten Fahrt hierher, um sich aufzuruhen, sozusagen. Ferula, Dreh- und Angelpunkt des Schienenverkehrs. Diese Melodie, die das Mädchen auf der Brücke spielt, ist ein gute Nachtlied für die Züge, die hier schlafen, sozusagen. Aha. Aus diesem Winkel wollte ich schon immer ein Foto schießen. Na gut, was haben wir hier? Hier gibt es wahrscheinlich noch ein Item, oder? Versteckt. Ja, da ist ein Hyperball. Mein Instinkt lügt nicht. Trügt nicht. Ferula ist nur ein kleines Dörfchen, also mit drei Häusern. Am Wochenende kommen viele Menschen hierher, um die Züge zu bestaunen. Am Wochenende kommen viele Züge hierher, um die Menschen anzusehen. Ja, ich weiß schon selbst. Es ist interessant, dass zwei Leute jetzt denselben Text haben, what the hell. Na gut, wir brauchen jetzt nicht so lange verweilen. Ich kann auch jetzt hier wegfliegen von hier, glaube ich. Falls ich mich noch erinnern kann, ja. Ferula kann ja nicht hinfliegen. Die Stadt bietet ein Wagenlager für defekte oder nicht gebrauchte Züge. Aber jetzt gehen wir jetzt mal direkt zu Rayono City, denn hier wollen wir jetzt noch zum nächsten Ort gehen, und zwar zur Schwarzen Stadt, die jetzt östlich von Rayono City liegt. Natürlich sind wir... Letztes Mal konnten wir nicht rübergehen, denn es ist hier gesperrt. Aber los geht's. Ein massiver Auflauf von Pokémon hat sich gebildet. Okay. Auf Route 13. So, Route 16 sind wir jetzt schon, Leute. Und hier haben wir noch weitere Trainerkämpfe. Natürlich will ich jetzt, dass ihr ganz durchzieht, die ganzen Trainerkämpfe hier in dieser Route, aber die sind ziemlich schwach. Und ja, ihr seht schon selbst, die starten jetzt so mit Terry Bug mit Level 24. Hier hatte man auch noch eine Chance, mit Camilla noch zu trainieren. Natürlich habe ich nur im wilden Pokémon habe ich nur trainiert, das ist ja logisch. Aber ich glaube, für die Rematches werde ich mein Pokémon-Team auf Level 60 schon hochpushen oder Level 65 pushen, weil die Arena-Kämpfe dauern jetzt eh nicht mehr so lange, denn... Hier haben wir noch eine weitere VM, ich glaube da gibt es noch die VM Stärke oder wo. Natürlich will ich jetzt alle VMs dann finden. Ja, wir haben jetzt nur drei VMs gefunden in der Zeit. Ich glaube, zwei Trümmerer wird eher weniger genutzt. Ich weiß nicht, ob die noch zwei Trümmerer haben in diesem Spiel. So. Cleoparda. Und Kreuzflamme, das war's. Boom. Also nach Pokémon Schwarze Edition, wie gesagt, werde ich dann ein Projekt von euch dann auswählen. Damit Pokémon History Dungeon noch immer noch läuft bis zum Ende des Spiels. Wie lange es noch dauert, keine Ahnung. Aber mal sehen. Pokémon Schwarze Edition wird wahrscheinlich jetzt noch ein paar Folgen kommen. Ich glaube jetzt so 15 Folgen noch. Und dann... Ich werde natürlich jetzt die ganzen Arena-Leiter werde ich jetzt in einem Part dann durchmachen. Das ist ja logisch. Die Top 4 höchstwahrscheinlich jeden einzelnen nur davon, denn ich glaube letztes Mal war es ja nur mit zwei Top 4 die Rede gewesen in einem Part. Mal sehen, wie stark die Top 4 dann sein wird im Rematch und dann der Champ
Kampf wird dann der letzte Part sein, natürlich. Hier macht dann noch einen Zwischenboss und den Zwischenboss will ich euch jetzt nicht verraten, wer das ist. Zurückhex. Ah, oh Mann. Kreuzflamme. Ich werde jetzt doch mal eine Reshiram da lassen in mein Team. Und die restlichen Pokémon, die ich jetzt in meinem Team habe, werde ich dann auch noch hochpushen. So, damit ist jetzt der letzte Trainer, den wir jetzt noch treffen werden. In dieser Route. Und da war letztes Mal ein Mann gewesen, der hat uns den Weg versperrt. Da wir keine Chance hatten, wegen Restaurierungsarbeiten, konnten wir nicht zur Schwarzen Stadt kommen. Das liegt nur daran, weil es starke Trainer gibt. Und wir wären sowieso dann total verdammt. Wir haben uns davon abgehalten, dass wir dann zu den nächsten drei Orte kommen konnten. Aber jetzt ist die Straße wieder mal frei. Jetzt können wir endlich einmal die letzten drei Orte in der Einhornregion noch bereisen. Natürlich will ich auch noch die Weisen dann in einem Part reinpacken, aber nicht in diesem Part, aber wahrscheinlich erst ein paar Folgen später. Denn ich möchte noch, ich frage das sicherlich jetzt, warum habe ich nicht den Meisterball gesnatcht? Weil es ist einfach besser so, weil es gibt ein mystisches Pokémon, das ich gerne fangen werde, der aber ziemlich stark ist. Ich will euch nicht das nicht verraten. So, Level 60 zum Beispiel Rabigator geben. Jetzt hat es Wutanfall erlernen wollen. So, ich tue dann Dampfwalze weg. Damit haben wir dann Wutanfall. So. Ingo ist Topschutz, ja. Hier ist natürlich ein weiteres Event. Glaube ich, da kriegt man Zorak, glaube ich, oder Zura. Da ist noch ein mystisches Pokémon hier. Aber das machen wir jetzt noch in dieser Folge noch, glaube ich, oder in der nächsten Folge. Mal sehen, ob es wirklich gibt. Ich weiß nicht. Ich tue jetzt mal schnell speichern. Denn ich weiß es, man kriegt einen Zurak im Event, aber ich weiß es nicht, ob es das jetzt gibt. Da war ein Zurak zu fangen. Ich glaube, Level 30 oder sowas. Keine Ahnung. Aber lass uns mal sehen. Ein der Täuschung. Die Musik klingt ein bisschen sehr mysteriös. In unserer Welt gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Wertvorstellungen. Was man in einem verabscheuen kann, für die anderen das höchste Glück bedeuten. Gerade diese vielen unterschiedlichen Vorstellungen machen meiner Meinung nach den Reichtum unserer Welt aus. Ich liebe es, in der Welt herumzureisen und mit all den verschiedenen Menschen ins Gespräch zu kommen. Aber die Frau in diesem Wohnmobil denkt ganz anders darüber. Sie bevorzugt ein Leben in Stil und Einsamkeit. Eine Frau? Ob das wirklich jetzt ein mystisches Pokémon-Event sein wird, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge von Pokémon Schwarze Edition. Bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Red Pocketendo. Ciao!